Genug der Formalitäten? Nein, die funktioniert nicht. Das muss an Ihrem Gerät liegen. Haben Sie vielleicht noch eine andere? Danke sehr. Tut mir leid. Besonders kann. Ich kann mir das nicht erklären. Gibt's Probleme? Ihr Gerät kann meine Kreditkarten nicht lesen. Ja, das passiert schon mal. Wahrscheinlich der Magnetstreifen, der ist sehr empfindlich. Oder Ihr Gerät ist defekt. Ja, das kann natürlich auch sein. Die ist in Ordnung. Na, also geht doch. Bisher. Herzlich willkommen im Fürstenhof, Frau Bramig. Ich würde jetzt gerne mein Zimmer sehen. Doofe Aktion von mir, oder? Ach, ich habe auch schon so einiges veranstaltet, um einem Mann zu gefallen. Hat sich's wenigstens gelohnt? Definitiv. Nein. Erzähl mir, was mit dir und Lucia passiert ist. Siri? Oh, David. Schön, dich zu sehen. Ich hab dich so schrecklich vermisst. Ich dich auch. Komm, lass uns woanders hingehen, ja? Hier liegt zu viel Gift in der Luft. Sehr gerne. Okay. Du warst nie eine Mutter. Und jetzt brauche ich keine mehr. Aber sie meinte, ich soll dich vorher noch um Erlaubnis bitten. Ah, die drei Mädels-WG. Was sagst du? Naja, du haust ja doch eher ab, als ich dachte. Für mich gibt es hier keine Zukunft mehr. Du hast ja keine Ahnung, was ich wegen dir alles aufgegeben habe. Das war vermutlich das Erste, was du direkt nach der Geburt zu mir gesagt hast. Ich war als Model auf dem Weg nach ganz oben. Bin internationale Shows gelaufen. Und das hast du mich oft genug spüren lassen. Deshalb ist mir das jetzt genauso egal wie du selbst. Ich musste wegen dir ein Leben führen, was ich so nie wollte. Willst du Mitgefühl? Da kommst du 32 Jahre zu spät. Deine Fehler sind nicht wieder gut zu machen. Weißt du, was mein größter Fehler war? Dass ich dich geboren habe. Abendessen im Kreise der Familie? Wenn es Ihnen so wichtig ist. Statt eines Hochzeitsgeschenks. Ich weiß, was du sagen willst. Das letzte Essen war der reinste Albtraum. Ja, aber deswegen muss es ja heute Abend... Hey, aber das ist kein Geschenk, das ist eine Zumutung. Freut sich eben darauf, Oma zu werden. Bitte. Mir zuliebe, lass mich da heute Abend nicht alleine hingehen. Vielleicht sollten wir mal gemeinsam hingehen. Abendessen im Kreise der Familie, bitte. Du hast recht. Vielleicht war ich ihr gegenüber in letzter Zeit ein bisschen unvorsichtig. Meine Mutter kann nichts für deine krankhafte Eifersucht. Und ich kann nichts dafür, dass du krankhaft in Adrian verliebt bist. Pech. Wow, du gehst echt über Leichen, um deinen Willen zu kriegen, ne? Deine Mama scheint mir eigentlich noch quietschlebendig, so wie sie rumhüpft und um Spenden bettelt. Du hast überhaupt keine Ahnung von ihrer Krankheit. Wie findest du das? Großes Grundstück. Der Garten ist schon perfekt angelegt. Genügend Platz für einen Stall voller Kinder. Eigentlich unser Traumhaus. Worauf wartet ihr noch? Schlag zu. Die Finanzierung steht noch nicht ganz. Clara braucht deine Hilfe? Kein Problem. Ich muss eh noch einiges abarbeiten im Büro. Bis gleich. Ciao. Aber sie meinte, ich soll dich vorher noch um Erlaubnis bitten. Ah, die drei Mädels-WG. Hä?
Was sagst du? Naja, du haust ja doch eher ab, als ich dachte. Für mich gibt es hier keine Zukunft mehr. Du hast ja keine Ahnung, was ich wegen dir alles aufgegeben habe. Das war vermutlich das Erste, was du direkt nach der Geburt zu mir gesagt hast. Ich war als Model auf dem Weg nach ganz oben. Bin internationale Shows gelaufen. Und das hast du mich oft genug spüren lassen. Deshalb ist mir das jetzt genauso egal wie du selbst. Ich musste wegen dir ein Leben führen, was ich so nie wollte. Willst du Mitgefühl? Da kommst du 32 Jahre zu spät. Deine Fehler sind... Die ist in Ordnung. Na, also geht doch. Bisher. Herzlich willkommen im Fürstenhof, Frau Bramig. Ich würde jetzt gerne mein Zimmer sehen. Doofe Aktion von mir, oder? Ach, ich habe auch schon so einiges veranstaltet, um einem Mann zu gefallen. Hat sich's wenigstens gelohnt? Definitiv. Nein. Erzähl mir, was mit dir und Lucia passiert ist. Desiree. Oh, David. Oh, schön, dich zu sehen. Ich hab dich so schrecklich vermisst. Ich auch. Komm, lass uns woanders hingehen, ja? Hier liegt zu viel Gift in der Luft. Sehr gerne. Okay. Du warst nie eine Mutter. Und jetzt brauche ich keine mehr. Genug der Formalitäten? Nein. Die funktioniert nicht. Das muss an ihrem Gerät liegen. Haben Sie vielleicht noch eine andere? Ich kann mir das nicht erklären. Gibt's Probleme? Ihr Gerät kann meine Kreditkarten nicht lesen. Ja, das passiert schon mal. Wahrscheinlich der Magnetstreifen, der ist sehr empfindlich. Oder Ihr Gerät ist defekt. Ja, das kann natürlich auch sein. Mir zuliebe, lass mich da heute Abend nicht alleine hingehen. Vielleicht sollten wir mal gemeinsam hingehen. Abendessen im Kreise der Familie, bitte. Du hast recht. Vielleicht war ich ihr gegenüber in letzter Zeit ein bisschen unvorsichtig. Meine Mutter kann nichts für deine krankhafte Eifersucht. Und ich kann nichts dafür, dass du krankhaft in Adrian verliebt bist. Pech. Wow. Du gehst echt über Leichen, um deinen Willen zu kriegen, ne? Deine Mama scheint mir eigentlich noch quietschlebendig, so wie sie rumhüpft und um Spenden bettelt. Du hast überhaupt keine Ahnung von ihrer Krankheit. Nicht wieder gut zu machen. Weißt du, was mein größter Fehler war? Dass ich dich geboren habe. Abendessen im Kreise der Familie? Wenn es Ihnen so wichtig ist. Statt eines Hochzeitsgeschenks. Ich weiß, was du sagen willst. Das letzte Essen war der reinste Albtraum. Ja, aber deswegen muss es ja heute Abend... Hey, aber das ist kein Geschenk, das ist eine Zumutung. Freut sich eben darauf, Oma zu werden.